Mit ihm soll so langsam auch die Spielkunst zurückkehren ins französische Team. Franck Ribéry erst zweimal im Kader unter Laurent Blanc. Zunächst suspendiert, später verletzt. Die Equipe Tricolore und Ribéry auch nach der skandalösen WM noch keine runde Sache. Der Freistoß bleibt wirkungslos, Frankreich aber deutlich aktiver. Albanien zunächst extrem defensiv. Evra im Zusammenspiel mit Ribéry. Dann kommt Benzema. 0-1, 11. Minute. So einfach darf man Frankreichs Offensivkräfte natürlich nicht durchspazieren lassen. 13. Tor für Karim Benzema im 39. Spiel. Allerdings nicht unhaltbar. Nur eine Minute später die Einladung von Kabul. Erwin Skela, bestens bekannt aus der Bundesliga. Und dann macht das Kana sehr geschickt. Riesendusel für die Gäste. Eine Chance aus dem Nichts. Kabul und Evra nur mit Begleitschutz. Die Partie hier in Tirana jetzt richtig munter, weil die Gastgeber mitspielen, bieten sich Frankreich Räume. Wieder der enorm fleißige Benzema. Nur halbherzig attackiert. Und dann steht Mbila goldrichtig. 0-2, 17 Minuten gerade mal gespielt. Jan Mbila komplett vereinsamt in bester Schussposition. Albanien bislang mit 2 Siegen, 2 Remis und 2 Niederlagen fast chancenlos in der Qualifikation, aber mit einigen Highlights heute. Agolis Aktion technisch auf höchstem Niveau. Malouda mit zu viel Sicherheitsabstand, aber auf Torhüter Lloris ist Verlass. Kurz vor der Pause Aufregung am albanischen 16er, Foul von Teli an Benzema. Der Albaner mit Gelb gut bedient, denn das war eine klare Torchance der Franzosen. Freistoß, endlich eine Gelegenheit für Franck Ribéry, gut geschossen, aber auch prima pariert von Torwart Ushkani. Zur Pause müssen sich die heimischen Fans eher selbst unterhalten, aber nach dem Wechsel geht's gleich richtig los. Den langen Ball verschläft Frankreichs Defensive haarsträubend, Abidal zu langsam, Kabul wieder ungeschickt und Erjon Bogdani gelingt der Anschlusstreffer, 1-2, 46. Minute. Frankreichs Innenverteidigung eigentlich nur zweite Wahl. Hier sehen wir, warum. Die Albaner jetzt in der zweiten Halbzeit plötzlich mit Tempo und Torchancen. Das ist Erwin Bulku, der gleich zweimal seine Schussfreude demonstriert. So langsam wird Frankreichs Führung schmeichelhaft. Wir springen in die Schlussviertelstunde. Kabul, Pfosten, dann nochmal Ribéry. Doch der findet keine Lücke. Kabuls beste Aktion heute, die Gäste noch mal richtig erwacht. Während Albaniens Kräfte jetzt sichtbar schwinden, suchen die Franzosen die Entscheidung. Samir Nasri, wieder Pfosten. Es bleibt beim 2-1-Sieg für Laurent Blancs Franzosen, die damit die Tabellenspitze behaupten.